Der russische Journalist und Putin-Kritiker Arkadi Babchenko ist in Kiew erschossen worden. Wie die ukrainische Polizei bestätigte, fand seine Frau den 41-Jährigen am Eingang der Wohnung mit Schussverletzungen im Rücken. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Ein Kollege Babchenkos beschuldigt Russland. Es ist ein tragischer Verlust, ein enormer Verlust für den internationalen Journalismus. Er war einer der wenigen, die die Wahrheit darüber schrieben, was die Russische Föderation so treibt. Wenn ihnen das egal gewesen wäre, hätten sie ihn nicht umgebracht. Der ukrainische Außenminister Pavlo Klimkin äußerte am Rande seines Besuches bei den Vereinten Nationen denselben Verdacht. Natürlich muss man herausfinden, wer dahinter steckt. Es ist zwar noch zu früh, um etwas zu sagen, aber wir sehen hier ganz klar ein russisches Tatmuster. Der Regierungschef der Ukraine schrieb auf Facebook, die totalitäre Maschinerie Russlands erträgt weder ehrliche noch prinzipientreue Menschen. Das russische Außenministerium behauptete seinerseits, dass Gewaltverbrechen und völlige Straffreiheit in der Ukraine mittlerweile an der Tagesordnung seien.